Aber das Niederösterreichische Landesmuseum war bereits am 28. Jänner das erklärte Ziel tausender Gartenfreunde. Auch wenn es noch ein bisschen dauert, bis der Frühling Einzug hält, kann man sich jetzt schon auf die Blütenpracht vorbereiten. Man muss aber nicht alles alleine bewerkstelligen. Um Bestäubung und Schädlingsbekämpfung kümmern sich Nützlinge. Damit sich diese auch wohlfühlen, kann man beispielsweise für Wildbienen und Florfliegen ein Nützlingshotel einrichten. Es gibt keine Flächen mehr, wo sie leicht also ihre Brutkammern anlegen können, und wir bieten hier künstliche Nisthilfen an, das heißt vom Stängel angefangen, Forsythie, Holunder, Bambus bis hin zum Schilf, also offene oder markhältige Stängel, dann natürlich angebohrte Holzscheiben sind auch wichtig, und da kann man also schon sehr viel im Garten machen. Das Frühlingserwachen im Landesmuseum ist ein Fest für die ganze Familie. Bei freiem Eintritt konnte man sich von Experten zu allen Gartenthemen beraten lassen. Währenddessen herrschte auch im Kinderbereich beste Stimmung. Im Zuge eines Musiktheaters wurde schon den Kleinsten der Garten und seine Bewohner spielerisch näher gebracht. So ist die ganze Familie bestens auf den Frühling vorbereitet. Es war unser Wunsch, auch im Winter ein großes Ereignis auszugestalten, damit die Leute zusammenkommen können, die Gartler zusammenkommen können, dass die Aussteller ihre neuen Ideen präsentieren, um sich so quasi für das Frühjahr zu rüsten, für den Sommer zu rüsten. Und Sie sehen es ja hier, es sind so viele Leute hier heute hergekommen, die sich gegenseitig austauschen, die Neues erkunden bei den Gartenbetrieben. Im Rahmen des 9. Naturgartenfestes wurde auch die 10.000. niederösterreichische Gartenplakette verliehen. Die Gewinnerin darf sich über eine persönliche Gartenberatung mit Karl Ploberger freuen. Voraussetzungen für das Erhalten der Plakette sind etwa der Verzicht auf Pestizide und das Vorhandensein von Naturgartenelementen.